Ja. Unerfahrene Bogen, dann schützen unerfahrene Bogenschützen die Bauern von gestern. Bieten ihre Dienste gegen geringe Bezahlung an. Im Nahkampf können sie äußerst effektiv gegen Feinde sein. Im Nahkampf, okay. 180 Leben, also ein bisschen weniger Leben. Regeneration ist die gleiche. Rüstung ist schlechter. Widerstand gegen Chaos und Energie, nicht gegen Natur. Angriff haben sie einen höheren als die Schwertkämpfer, weil es halt Fernkämpfer sind. Nahkampfschaden jedoch ist sehr gering. Genauigkeit und Munition. Und als letztes der Magiekundiger. Absolvent der Magierschule, die die Grundlagen der Roten Magie leidlich beherrschen, aber die Feinde des Kreisesreichs mit großer Leidenschaft bekämpfen. 180 Leben, Regeneration, Rüstung, Widerstand 60 und 30 gegen Chaos und Energie, 50 Angriff, 22 Nahkampfschaden und Feuerblitz. So, und dann haben wir noch Gegner hier, zwei Stück, nämlich einmal Wölfe. Wilde Wölfe, die Bauern erschrecken, haben 20 Leben. Ja, sind nicht ganz so gut, also ich lese das jetzt nicht alles vor. Junge Wölfe sind allein harmlos, daher greifen sie normalerweise als Rudel an. Ja, die sind etwas schwächer als die normalen Wölfe, haben aber auch keinerlei Widerstand. So, Zauber, die wir beherrschen bis jetzt. Das ist nämlich auch noch so eine andere Sache. Ist einmal Segen. Das erhöht den Angriff für 30 Sekunden um 35. Gesegnete Krieger spüren die Unterstützung höherer Mächte. Sie sind begierig zu kämpfen und viel effektiver im Kampf gegen einen Feind. Erhöht die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Angriffs gewaltig. Angriff plus 35 ist mehr als die Hälfte teilweise. Glück. Vieles auf dem Schlachtfeld unterliegt dem Glück. Die Krieger, denen das Glück lacht, führen häufiger tödliche Schläge aus. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen tödlichen Treffer zu landen, also Crit-Wahrscheinlichkeit plus 25 für 30 Sekunden. Energieschild. Eure Krieger werden von einem Verteidigungsfeld umgeben, das Blitz- und Hitzeeffekte abhält, aber annähernd machtlos gegen Gift ist. Steigert die Resistenz einer Einheit gegen Rot- und Blaue Magie, also da ist immer noch das Rot- und Blaue Magie dabei. Hält eine Minute auf Verbündete, erhöht sogar die Rüstung und den Widerstand, also für Rot und Blau, für Chaos und Energie um 18. Ist aber nicht für mechanische Einheiten geeignet. So, dann haben wir Funke. Indem er aus der Luft einen Funken erschafft, der den Feind betäubt und verwundet kann, beweist der Magier ein weiteres Mal, dass er in den Händen eines erfahrenen Hexers jedes Material zu einer Waffe werden kann. Fügt leichte Verletzungen zu und verlangsamt den Feind. 27 Energieschaden und für 25 Sekunden verlangsamt. Für 45. Zurücksetzen. Schickt einen Soldaten ein Stück weit in die Zeit zurück, als die Ausrüstung noch intakt und die Toten noch nicht so weit zerfallen waren. Die Stärke dieses Zaubers kann ebenfalls benutzt werden, um den Aufenthalt der aufbeschworenen Kreaturen in unserer Welt zu verlängern. Stellt allen Mechanismen und unteren Krieger wieder her und verlängert die Lebensdauer beschworener Monster. Nur für mechanische und magische. Ja, das war es erstmal hiervon. Wir sollen jetzt in unseren Charakter gehen. Press the button next to the magic power. Okay, da hat sich nämlich auch was geändert, wie man sieht. Wir haben jetzt immer noch zwar magische Kräfte, das ist halt Magie, Mana ist Wissen, Kampffähigkeiten ist halt unsere Kampffähigkeit und Diplomatie ist halt unsere Bevölkerungskraft. Und ja, hier ist der Name unseres Magiers, also... Das ist auch neu. Wir spielen nämlich nicht uns selber, sondern einen bestimmten Charakter jetzt. Nämlich Farron. Der ist Beginner. Was ein bisschen komisch übersetzt ist. Wir haben 3800 Erfahrungspunkte. Und seine Beschreibung. Illusion und Energieangriffe waren schon immer eure Stärke. Ihr habt die Naturzauber gemeistert, die anderen Magieschulen aber nur widerwillig gelernt. Ja. Also Chaos, Magie kann er nicht beherrschen, aber Energie und Natur. Also blau und grün. Ja. Wir geben ihm jetzt magische Kräfte, weil das Tutorial von uns will.
Das erhöht die Anzahl unserer Schnellzauber auf 3. Im Augenblick haben wir nur einen. Und verleiht uns den Rang Neuling. Wir könnten auch Mana auf 300 steigern. Das macht uns auch zum Neuling. Wir können Kampffähigkeiten steigern. Das erhöht die Erfahrungspunkte, die unsere Einheiten kriegen, um 10%. Oder Diplomatie. Das erhöht unser Bevölkerungslimit von 5 auf 6. Wir sollen aber erstmal magische Kräfte nehmen. You have 2 points for distributing among perks. Press on a perk icon to get it. Yep. To see detailed description of the perk, bring the cursor to it and wait. Ihr habt 2 Punkte für die ihr Fähigkeiten kaufen könnt. Klickt auf eine, um sie zu erwerben. Tipp, bringt den Cursor über den Namen der Fähigkeit, um eine Beschreibung zu erhalten. Also ja, ihr seht, wir haben jetzt Stufe 1 magische Kräfte. Dafür sind aber bei allen Sachen die Erfahrungskosten gestiegen. Das heißt, wir leveln nicht mehr unabhängig, so wie im ersten Teil, sondern wir leveln wirklich abhängig voneinander. Müssen uns also mehr entscheiden, was wir wollen mit unseren Punkten. Also wollen wir mehr auf Kämpfer gehen oder mehr auf Magie. Und wir kriegen jedes Mal in eine der Kategorien 2 Punkte, sobald wir in dieser Kategorie ein Level aufsteigen. Und können damit halt Skills verteilen. Also diese eine von diesen, in diese 4 Skills hier jetzt diese Punkte investieren. Bei magische Kräfte, wo wir jetzt 2 Punkte haben, können wir entweder Zerstörer nehmen, was den Schaden unserer Zauber um 10% erhöht. Wir können Spiritualist nehmen, was die Schnellzauber den Cooldown um 10% verringert. Wir können Schieber nehmen, wodurch wir uns schneller bewegen. Allerdings sinkt auch unser Rüstungswert. Das heißt, wenn wir angegriffen werden, verdienen wir mehr Mana. Und wir können Beschwörer nehmen. Dadurch erhöht sich die Lebenszeit unserer beschworenen Kreaturen um 50%. Die anderen Sachen sind so Weiser. Dadurch halten unsere Wirkung, unsere Zauber 10% länger. Mentor. Für jeden Magier, den wir in unserer Armee haben, kriegen wir 50 Mana-Punkte mehr. Zauberer. Ist ein sehr komisches Symbol. Eure Zauber sind 10% effektiver. Mhm. Illusionist, ihr habt eine Chance von 5% zu zaubern, ohne dabei Mana zu verbrauchen. Ist auch nicht schlecht. Dann bei Kampffähigkeiten hätten wir Wächter. Ihr könnt eure Einheiten befehlen, sich zu verteidigen, wodurch ihr Rüstungswert um 10 Punkte verbessert wird, aber ihr Nahkampfschaden um 5% sinkt. Mhm. Berserker ist gerade das Umgekehrte. 10% mehr Nahkampfschaden, aber 5% weniger, 5 Punkte weniger Rüstung. Beschützer. 25% des Schadens, den meine Magier nehmen, gehen auf mich. Okay. Und Koordinator erhöht die Treffsicherheit meiner Einheiten. Also gerade meiner Fernkämpfer wäre das wichtig. Und bei Diplomatie, also was eigentlich unsere Führungskraft steigt, haben wir Orator. Da kriegen wir durch Aufträge 10% mehr Belohnung. Händler können wir uns Informationen für Städte, Artefakte und so erholen. Das können wir auch steigern, dass wir noch mehr Informationen kriegen. Rekrutierer. Dadurch erhalten wir Informationen über gegnerische Einheiten und so weiter. Und Lagerexperte. Ja, die Anzahl der Kreaturen im Lager und noch mehr Informationen über Kreaturen im Lager. Aber ja, wir wollen erstmal hier steigern. Da hätte ich eigentlich gerne 10% mehr Schaden und 10% schnellere Aufladezeit für Zauber. So. Yes, sir. We're almost there. We're almost there. We're almost there. Jetzt gehen wir mal zu unserem Mentor hier drüben hin. Summon a magic spirit, will you? Wollt ihr nicht mal einen magischen Geist beschwören? Ja, beschwört einen magischen Geist. Beschwört den magischen Geist neben eurem Mentor. Klickt zuerst auf sein Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirms und klickt dann auf den Boden. To summon a magic spirit, first press its icon in the bottom left corner.
and then the spot where you would want to summon it. Yeah. Ich habe jetzt einen Geist beschworen, den kann ich da hochschicken zu dem Energieknoten. This is a magic node. It is home to various creatures who live on its energy. This node is unoccupied, though. The energy of your magic spirit is low. Use magic to replenish it. Open the spellbook by clicking on the icon at the bottom left corner, or by pressing B. Click on the Restoration spell icon to select, and then click your magic spirit to activate the spell. Your mana will regenerate faster near a node. If you place a magic spirit near a node, it will draw energy from it and fill your mana pool. Also ja, was gerade gesagt wurde. Dies ist ein magischer Knoten. Normalerweise beheimatet er viele Kreaturen, die von seiner Energie leben. Dieser hier ist allerdings unbewohnt. Das ist das Ding da oben. Euer magischer Geist hat nur wenig Energie. Nutzt Magie, um sie wieder aufzufüllen. Öffnet das Zauberbuch, indem ihr auf sein Symbol in der linken unteren Ecke des Bildschirms klickt oder indem ihr B drückt. Klickt auf das Symbol Wiederherstellung und dann auf euren magischen Geist, um den Zauber zu aktivieren. In der Nähe eines Knotens regeneriert sich euer Mana schneller. Wenn ihr einen magischen Geist in der Nähe eines Knotens absetzt, bezieht er von diesem Energie und führt euer Mana auf. Also ja, der dürfte normalerweise ja keine Führung mehr kosten. Also ich kann jederzeit jetzt Geister beschwören und irgendwo absetzen, was nützlich ist. Und ja, ich soll jetzt mal in mein Zauberbuch gehen. Wenn ihr genug Mana habt, könnt ihr einen Zauber anwenden, den ihr gelernt habt. Klickt dazu einfach auf das dazugehörige Symbol. In der rechten Zeile des Zauberbuchs seht ihr eure Schnellzauber. Für diese wird kein Mana benötigt, aber sie brauchen eine gewisse Zeit, um sich aufzuladen. Ihr könnt jeden Zauber ablegen, den ihr vorher gelernt habt, um ihn im Kampf sofort zur Hand zu haben. Mhm. Also ja, ich möchte ja hier zurücksetzen. Spells require a certain amount of mana, depending on the level. You can see the current amount of mana in the bottom left corner. Your also, ja, amount of mana decreases when you are far away from your army. Also ja, er hat gerade gesagt, für Zauber wird abhängig von ihrer Stufe eine gewisse Menge an Mana benötigt. Euren aktuellen Mana-Vorrat seht ihr in der linken unteren Ecke des Bildschirms. Wenn ihr euch von eurer Armee entfernt, sinkt auch euer Mana-Vorrat. Also ja, ihr könnt den Zauber anwenden. Quick spells do not take any mana. Wise and timely use of your spells is the key to success. Schnellzauber verbrauchen kein Mana. Setzt eure Zauber weise ein und zur rechten Zeit, um erfolgreich zu sein. Also ja, ich kann maximal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und ja, man sieht, die Zauber schalte ich jetzt automatisch frei. Also ich brauche scheinbar entweder keine Erfahrungspunkte mehr. Nee, halt, ich muss sie noch studieren können, die Zauber. Okay. Ja. Aber maximal 5 Magiefähigkeit brauche ich. Aber das schalte ich dadurch frei, indem ich einfach Punkte vergebe. Ich muss nicht mehr in Magiefähigkeit Punkte vergeben. Magiefähigkeit erhöht einfach nur unsere Zauberslot-Anzahl. Ich kann jetzt aber hier wenigstens noch 2 Zauber reinziehen, die 2 am besten, weil Rüstung ist nicht schlecht und höhere Crit-Chance ist auch nie verkehrt. So. Und die schicke ich mal da drüben hin. So. Dadurch kriegen wir schon mal schneller Mana. Ja, wir kriegen immer so einen Tick alle paar. So einen 5er-Tick von ihm, wenn er aus der Quelle Mana zieht. Good. You can join two incomplete army troops into one. Press the left mouse button and select the troops. Now press the join button, which is situated in the bottom right corner. Also ja, wir können zwei unvollständige Einheiten zu einer vereinigen. Die linke Maustaste wählt die Einheit aus und klickt dann auf Vereinigen in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. We serve the Empire. Sie haben netterweise den Entlassen-Button
hier rausgenommen und hier hingepackt, dass wir nicht aus Versehen wieder Einheiten entlassen. Well, we don't know. Ihr seid schon fast bei der Festung und solltet euch mal mit den Einheimischen unterhalten. Aha. Also ja, Festungen sind ein... If you fly up to Town Square, you will see a gate icon on the top corner of your screen. It doesn't matter where your warriors are at the moment. To enter the fort, left click on the gate icon or press question.